Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten von wintervo.org. Ich bin der Soli. Und ich bin die Birgit. Letzte Woche fand in der Hauptbücherei eine Podiumsdiskussion zum Thema Tiere essen, entwicklungspolitische Perspektiven statt. Veranstaltet wurde das Ganze vom Südwind-Magazin und Lisa und ich waren dabei und haben für euch einen Bericht gestaltet. Wenn Sie den Sean Ziegler kennen, nehme ich jetzt an, auch das neue Buch, dass er meint, also dass jedes Kind, das stirbt an Hunger, dass das einfach ein Mord ist. Ich stimme ihm da schon sehr, sehr zu in dieser Hinsicht. Nahrung hat immer sehr viel auch mit Ideologie zu tun. Also ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, nicht allzu radikal einfach zu sein. Was jetzt Vegetarismus angeht oder Veganismus oder was Menschen angeht, die eben Fleisch gerne essen, ist das sehr stark die Gefahr, hier, so sehe ich das, dass man sich einfach auf Fronten zurückzieht, ja, und dass man dann einfach weniger kommuniziert. Und ich glaube, dass es eben gerade im Kontext von Nahrung sehr, sehr wichtig ist, dass man noch miteinander reden kann. Das AMA-Gütesiegel wirbt mit bester österreichischer Qualität, was das Fleisch anbelangt. Aber in Wirklichkeit kommen ja sehr viele Importe aus dem Ausland, was es Futtermittel, Kraftfuttermittel für die Schweine angeht, die bei uns geschlachtet werden. Und es steht halt auch eine gewisse Lobby dahinter. Inwieweit kann man sagen, dass die Lobby unser Ernährungsverhalten beeinflusst durch die Werbung? Wenn wir Fleisch essen, dann müssen wir uns bewusst sein, auch, dass gewisse ökologische Konsequenzen damit verbunden sind. Und es ist eben dieses Bild der heilen Kuh, die da irgendwo auf der Weide grast und dann glücklich geschlachtet wird. Das Bild ist schon sehr verzerrt. Global gesehen ist es auch ganz stark der Trend, dass man auch sogar Kühe, die von Haus aus Wiederkäuer sind, dass man die sogar auf Kraftfuttermittel setzt. Normalerweise bekommen die nur Gras etc., Silagen, und hier füttert man sie sogar Mais etc. und damit natürlich das Fleisch mehr wird. Also ist auch genauso noch drastischer ist es in der Schweineproduktion. Also früher, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, da hat es wirklich noch diese Bauernwirtschaft gegeben mit ein paar Schweinen, die herumgerannt sind. Man hat ihnen den Hausmüll gegeben, also Hausmüll, also den Abfall, also Rüben, Karotten etc., also beziehungsweise Äpfel, alles was übrig geblieben sind, die Lebensmittelreste. Und in die Richtung müsste es eigentlich wieder gehen, aber das bedingt natürlich auch, dass unser Fleischkonsum zurückgeht. Dann ist vielleicht das möglich. Aber jetzt zum Beispiel haben wir schon eine industrielle Produktion, die dermaßen in die Richtung geht, dass die Schweine schon komplett überzüchtet sind, teilweise auch zusammenbrechen, auch bei den Hühnern ist das der Fall, und ganz klein eingesperrt sind etc. Und also ich denke mir, von dem müssen wir weg. Den anderen ermöglichen sollten, Nahrung zu sich zu nehmen, die sie jahrhundertelang nicht zu sich nehmen konnten. Und ich möchte nur ein Beispiel bringen aus Afrika. Ich kenne sehr viele Familien in Tansania oder auch in anderen afrikanischen Ländern, die wirklich, wenn sie einmal im Monat Fleisch essen, das großartig ist schon. Ja, und das ist auch eine Schande, finde ich. Ja. Also ich finde wirklich, dass wir da einfach auch darauf schauen sollten, auf einer politischen Ebene, dass eben diese Umverteilung funktioniert. Was ich esse, was ich zu mir nehme, was ich als essbar überhaupt erwäge, ist kulturell bestimmt. Wenn man jetzt sehr weit zurückgeht in die Geschichte, dann sieht man diesen Übergang von Altsteinzeit zu Jungsteinzeit, also von Jäger-Sammlerkulturen zu Ackerbaukulturen. Das war sicher eine der größten Veränderungen überhaupt in den Nahrungsgewohnheiten, im Nahrungsangebot auch. Wenn die Rede ist von Ernährung und Welthunger, der Zusammenhang, ich glaube, das ist sehr komplex. Und mich würde interessieren, inwieweit ist es denn jetzt eine politische Handlung, was bei mir persönlich auf den Teller kommt? Wenn wir regional zum Beispiel vom Biobauern einkaufen würden, dann hat das natürlich einen positiven Impact auf den Biobauern zum Beispiel halt. Zum Beispiel hier, allein schon zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fleisch konsumiere, Schweinefleisch, ein Schnitzel etc., dann hängt das schon im globalen Kontext zusammen. Das heißt, man braucht hier zum Beispiel Futtermittel, Soja, Mais etc., was man halt, vor allem Soja, es werden ungefähr 600.000 Tonnen importiert aus den USA, aus Brasilien und aus Argentinien. Und diese Futtermittel, die sind ganz stark assoziiert zum einen mit der Regenwaldabholzung, dann Gentechnik, also der Großteil dieser Produkte ist auch gentechnisch verändert. Und das Dritte ist auch, dass hier große Monokulturen geschaffen wurden, die auch die indigene Bevölkerung vertreiben. Es wird praktisch ein gewisses Gebiet gepachtet auf einen gewissen Zeitraum, und man entzieht den Leuten auch die Lebensgrundlage hier. Das heißt,
Also man verweist sie dieses Gebietes und Leute können hier nicht mehr ihre Weidewirtschaft oder die Wirtschaft, die sie da betrieben haben, können das nicht mehr vollführen. Also und müssen dann auch in die Slums, also müssen beziehungsweise in die Stadt flüchten und das ist natürlich ein großer Impact. Und Landgrabbing muss auf jeden Fall auf die politische Agenda, ganz klar, ja. Was macht uns Menschen aus? Die Kombination von Herz und Verstand. Aber die emotionale Seite fehlt mir vollkommen und mit ihr der Blick auf die Tiere. Wir sehen die Tiere halt nicht vor uns, die milliardenfach leiden, die unglaubliche Schrecken durchmachen. Aber wenn wir alle in Zukunft auf unser Herz hören würden, dann wäre schon so viel getan. Christian Morgenstern hat vor 150 Jahren etwa gesagt, ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig sein, um den Tieren ihre Dienste und Verdienste an uns zu vergelten. Dankeschön.